Denn durch diese Todesangst, Horror, Karussell, Panik will das Drittveränderungsimperativ ja immer nur, dass man sich am Ende doch breitgeschlagen gibt und sich in den heraklitischen reißenden Strom einreiht, in gleichförmiger Anerkennung dieses Lebens, Todes, Wiederholungsprinzips. Und nur die unbestechlichsten, die grimmigsten Bastarde oder Widersprüchlinge oder unbestechlich unkorrumpierbaren, die nicht Verwahrlosten, sondern die Unwahrlosen, die Besessenen der Wahrheit, haben sich nicht korrumpieren lassen durch das sich trösten lassen des sowieso für alle gleich unvermeidlichen und unverhinderbaren, sondern diesem illusionslos unkorrumpierbar, unbestechlich, nicht als dieses, es wird es schon wissen, dieses immer wiederkehrende, sich neu transformierend ersetzende und seinen grandiosen Opulenzen und Lüsten und Glücksversprechungen und was weiß ich noch für Hoffnungen, sondern eben als das anzusehen, was nur den allerwenigsten gelingt, in seiner puren Nicht-Materialität, von der sie sprechen, die dann alles gleich machen würde, sondern in seiner puren Unsterblichkeit, eines Horrors, der nicht aufhören kann, sich zu rekombinieren und unsterblich bleiben wird im Ausprobieren. Alles das dessen, was nach eng geführten Wahlverwandtschaftsaffinitätsregeln noch auszuprobieren wäre, mit Hektotonnen von zu vertilgenden Experiment-Tieren, sodass es schon einen Unterschied macht, ob man sich zu den Gläubigen der Wiederkehr des Lebens-Todes-Prinzip wohlfeil gleichgeschaltet rechnet oder ob man vielleicht ahnt, wenn man sich von diesem heraklitischen Zugzwangs übermächtigen Stromstrudeln gerne mitziehen lässt, dass man dann vielleicht die andere Wahlfreiheit verpasst hätte, nämlich gerade nicht unbedingt wiederkehren zu müssen, möglicherweise, falls es da doch einen Ausweg gäbe in der nie enden wollenden Rekombinationsmatrix in ihrer ausgezogensten Skelettstruktur. Sie wissen schon, was ich meine. Und zwar entkleidet der Kleider des Kaisers,
der nicht nur nackt ist unter seinen Kleidern, sondern auch nackt ist unter seiner Haut. Das wäre noch eine andere Form von kantianischer, selbstverschuldeter Unmündigkeit. Nicht das gesamte Programm des Heraklits gegen Parmenides aufeinandergehetzt und dividiert durch das Dritte des Rhizoms und der Matrix begriffen zu haben. Aber mit den letzten Sätzen überfordern wir alle diejenigen, die keine Ahnung haben davon, was wir hier vorbringen.